Ich denke, Herr Untersteller, die letzten Minuten, die Ihnen noch bei uns bleiben, sollten Sie schon noch nutzen, um uns der Überzeugung, Ihrer Überzeugung ein bisschen näher zu bringen. Versuchen Sie es. Ich will einfach nur kurz auf das eingehen, was die Vorredner gesagt haben. Herr Mollock, ich bin völlig mit Ihnen einig. Ich meine, es ist aber nichts Neues, dass in so einem Genehmigungsverfahren der Antragsteller, in dem Fall die Bahn, in der Pflicht ist, zu belegen, dass es keine negativen Auswirkungen für das Mineralwasser hat oder dass es keine negativen Auswirkungen, wenn wir mal das Thema nehmen, Geologie und anderes, Rutschungen, das ist erst immer der Antragsteller in der Pflicht. Von daher habe ich da null Dissens zu Ihnen. Ja? Und es ist nicht Ihre Pflicht nachzuweisen, oder es ist nicht in die umgekehrte Pflicht, so wie es vorhin dargestellt ist. Es ist immer Pflicht der Antragsteller. Und letztendlich ist es Pflicht der Fachbehörden, also in dem Fall Träger öffentlicher Belange, um das mal noch aufzugreifen, Herr Latanza. Warum habe ich nur die beiden erwähnt? Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe vorhin gesagt, ich habe die Fachaufsicht, sowohl über, in dem Fall über das Amt für Umweltschutz Stadt Stuttgart, die ich an mich gezogen habe, es war auch keine Selbstverständlichkeit, andernfalls wäre ich überhaupt nicht eingebunden, und über das LGRB habe ich sie sowieso. Das ist der Grund, und deswegen müssen die mir die Stellungnahmen vorlegen, während der BUND muss sie mir nicht vorlegen. Ist doch logisch. Ja? Also von daher sollte man da jetzt mal nichts vermischen. Zweitens, Grundwassermanagement, warum wird es gemacht? Ich bin kein Geologe, aber nach meinem Verständnis, so wie ich das immer verstanden habe, und widersprechen Sie mir, wenn ich falsch ist, das Grundwassermanagement macht man doch, um eine Auflage zu haben auf dem Mineralwasser, ja, in Form einer ausreichenden Grundwassermenge, damit das Mineralwasser nicht nach oben durchbricht. Das ist doch der Grund. Das heißt, das, was abgepumpt wird, tue ich wieder infiltrieren, damit die Menge so groß ist, dass ich genügend Druck auf dem Mineralwasser drauf habe, damit es nicht nach oben durchbricht. Ja? Ganz wichtig, wenn man sich die Planungsunterlagen genau durchliest, es wird genauso viel Wasser infiltriert wie beim ursprünglichen Antrag. Also es wird nicht mehr Wasser in den Boden gepumpt, aber es wird mehr Wasser abgepumpt. Das heißt, es wird mehr Wasser Richtung Neckar geführt. Das sind so Details, das heißt, der Druck aus dem Mineralwasser wird also vermindert. Das sind so Details, die kann man rauslegen. Und ich bin nicht der Einzige gelogen, wir waren mehrere gelogen. Also mittlerweile sind wir ein größeres Fachteam und das sind so Details, die pumpen gar nicht mehr rein, sondern die leiten aber mehr ab. Aber wenn man diese Unterlagen quasi als Minister bloß vorgelegt kriegt, kann man da nie durchsteigen. Die sind so kompliziert. Es ist also ein ganz wichtiger Ansatz von Ihren Behörden, dass man diese Anlagen vielleicht mal konsistent macht. Es wird nicht mehr infiltriert, es wird viel mehr abgepumpt. Und bei 6,8 Millionen Liter sind es über 3 Millionen Liter mehr in den Milliarden Liter Kubikmeter. Wir wissen also Meter 3, Cent, ich komme auch schon durcheinander, die abgepumpt werden. Das wollte ich was zur Berichtung sagen. Und ich sage einfach nochmal, das Grundwassermanagement ermöglicht diese kritischen Eingriffe ins Mineralwassersystem. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch, es wurde noch nie gemacht. Es ist einfach ein Pilotprojekt. Und vielleicht noch mal ein Satz. Ich habe vorhin versucht, deutlich zu machen, eine Stellungnahme des Amts für Umweltschutz der Stadt Stuttgart, die besagt, dass man nicht in der Lage ist, trotz der Verlängerung, ja, eine abschließende Stellungnahme abzugeben, sondern man gibt eine Stellungnahme ab, an der sich zum Schluss eine Latte von Fragen hängt, ja, zeigt doch, dass auch die Fachbehörde der Stadt Stuttgart mit dem, was bislang vorliegt, ich sage es einfach mal vorsichtig, offensichtlich nicht zufrieden ist, vorsichtig gesagt. Ja? Ja. Ich zweifle nicht daran, dass es hier ernsthafte Bemühungen gibt, den Interessen der Bahn nicht unmittelbar Folge zu leisten. Nur wir leben in einer politischen Situation, wo eben politische Vorgaben bislang... Ich meine jetzt nicht Sie, sondern auch Amtsleiter, jetzt noch der Stadt Stuttgart,
die ähnliche Vorgaben jetzt noch haben und wir würden gerne vertrauen, aber das Vertrauen ist ziemlich missbraucht worden und wir können nur hoffen, dass Ihre Äußerungen sich in Kürze als redlich und positiv zielführend ergeben. Wenn Sie jetzt gehen müssten, wir möchten trotzdem die Fragen aus dem Publikum noch sammeln und Ihnen dann, Sie bleiben noch 10 Minuten, das ist ein erfreulicher, ja. Mein Name ist Martin Schaffer. Ich habe mich mit dem Projekt seit 1997 beschäftigt, schon 3 Monate in der offenen Bürgerbeteiligung. Ich kenne mich ziemlich gut aus. Ich habe das ja auch öffentlich gemacht, in einem offenen Brief. Aber ich möchte jetzt hier kein Co-Referat halten zu dem, was schon gekommen ist. Ich möchte an unserer Stelle eine Frage stellen. Sie sind Umweltminister, Sie haben eine technische Fachbehörde, Sie haben viele Fachleute. Ich selber war ja zusammen mit Herrn Morlock und mit Herrn Dr. Laternsa vor der Volksabstimmung 2-mal im Umweltministerium mit Ihrem Amtsleiter Herrn Meinl. Meine erste Frage. Sie sagen, Sie verlassen sich auf die Aussagen der Fachleute im Amt für Umweltschutz. Worauf stützen Sie Ihre Treue und Ihren Glauben darauf, dass das, was von dort kommt, stimmt? Wenn diese Fachbehörde dafür verantwortlich ist, dass man sich total verrechnet hat, wie Herr Laternsa gesagt hat, um 130%. Worauf stützt sich Ihr Vertrauen in diese Fachbehörde und in deren Berechnungen? Die andere Frage, die ich noch stellen möchte, ist, warum wurden Herr Laternsa und Herr Morlock vor der Volksabstimmung von Ihrem Amtsleiter abgeschossen? Abgeschossen. Wir haben nicht mal die Möglichkeit bekommen, bis zu Ende die fachlichen Dinge, übrigens unangekündigt, mit Herrn Professor Ufrecht, mit Herrn Professor Wolf, mit Herrn Professor Kobus auszudiskutieren. Das ist eine Tatsache. Die Zeit wurde uns nicht gelassen. Wie lange hatten die Besprechungen denn? Ja, solche Details, die wir besprechen wollten, brauchen einfach länger. Wir waren nicht zu Ende. Herr Meile hat dann einfach das Gespräch abgebrochen und damit war es das. Also das sind einfach 2 Fragen, die ich hier einfach mal stellen wollte. Und das Dritte, was ich nur mal an den gesunden Menschenverstand appellieren wollte, ich habe die Unterlagen, die neuesten, auch geprüft. Ich habe natürlich meine Einwendung gemacht. Nur mal ein kleines Detail. Ich habe 1997 gesagt zu Herrn Ufrecht, Herr Ufrecht, in ein Mineralquellengenesungsgebiet einzugreifen, das man nicht genau kennt, ist vom ingenieurtechnischen Standpunkt, ich bin beratender Ingenieur, falsch. Dann hat Herr Ufrecht damals gesagt, ja, ja, Herr Schaffer, das kriegen wir schon hin. Wir bohren und erkunden, auch noch während der Bauphase, das kriegen wir alles in den Griff. So war das damals, 1997. Ich habe das sehr in Frage gestellt. Man hätte so planen können, dass man so ein Wahnsinns-Grundwassermanagement gar nicht braucht. Die neuesten Planunterlagen, die ich studiert habe, haben ergeben, dass jedes weitere Erkundungsprogramm dem Faktor 100 höhere Durchlässigkeit in den Grundwasserleitern ergeben hat, aus denen abgepumpt wird. Aber der Bochinger Horizont, in den wieder eingeleitet werden soll, da hat sich durch die Erkundungsprogramme nichts verbessert. Die Durchlässigkeitsbeiwerte sind geringer. Das heißt, man kann das gar nicht da wieder rein versickern. Das funktioniert überhaupt nicht. Und kein Mensch kann wissen, Herr Unterstelle, auch nicht Herr Professor Ufrecht, auch wenn er einen Professorentitel hat, ob das Wasser, was Sie da einspeisen wollen im Kernerviertel, wirklich in der Baugrube wieder ankommt. Im Gegenteil, aus den Unterlagen kann man entnehmen, dass es wahrscheinlich gar nicht ankommen kann, weil es vor zum Neckar fließt. Die sollen mal das richtig studieren. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So gebannt zugehört, dass wir nicht mitbekommen haben, weitere Wortmeldungen. Bitte, ja. Ja gut, aber was?
Klaus? Ich will nur kurz was dazu sagen. Es gab meines Wissens zum ersten Mal überhaupt im Haus. Ich glaube nicht, dass es unter meiner Vorgängerin der Fall war. Ja? So, und darauf lege ich erstmal Wert. Es gab mehrstündige Runden mit Herrn Laternzer, mit Ihnen und auch mit Herrn Schaffer bei mir im Haus. Unter Leitung meines Stellvertreters, unter Leitung des Ministerialdirektors. So, und da waren die Fachleute von meinem Haus auch dabei. Und dann wurden Stück um Stück wurden Ihre Dinge, die Sie vorgebracht haben, da drin abgearbeitet. Was nicht heißt, zum Schluss, und da bitte ich wirklich darum, dass wir das festhalten, man kann, oder es ist nicht selbstverständlich, dass man dann zum Schluss auch einer Meinung ist, aber es wurde intensivst, mehrstündig wurden die Dinge diskutiert. Meines Wissens gibt es sogar ein Protokoll über dieses Gespräch, wenn ich es recht weiß. Ja? Und man hat es immer wieder halt abgesprochen von wegen, an welchem Punkt ist man sich einig, an welchem Punkt ist man unterschiedlicher Auffassung. Aber ich meine, was sollen wir denn mehr machen, als uns mit den Fachleuten auf Seiten Stuttgart 21 Kritiker intensiv auseinanderzusetzen, auch mit den Fachleuten bei mir aus dem Haus, was sollen wir mehr machen? Ja, das ist mal das Erste. Das Zweite von wegen Vertrauen auf AFU. Ich vertraue doch nicht nur auf das Amt für Umweltschutz Stadt Stuttgart, wobei ich die Fachleute, sage ich ausdrücklich dazu, dort erstmal schätze. Ja, die schätze ich erstmal. Wenn da sitzen nicht nur Dilettanten rum, so wie man manchmal da den Eindruck hat, wenn man manchen hier zuhört. So, die schätze ich erstmal. Aber trotzdem müssen Sie doch sehen, es wird denen Ihre Stellungnahme bei uns auch nochmal gegengecheckt von den Fachleuten bei uns im Haus. So, was soll ich denn dann noch mehr machen? Und ich bitte einfach mal, solche Dinge auch mal nüchtern mit zu berücksichtigen. Also das heißt für mich, wir gehen alles andere als leichtfertig mit dieser Situation um. Das will ich da damit zum Ausdruck bringen. Weil wenn ich das machen würde und es wäre irgendwas mit den Mineralquellen im Zuge der Baumaßnahmen, der Erste, der am Haken hängt, wäre ich, um es mal so deutlich zu sagen. Ja? Jetzt die Dame. Mein Name ist Brigitte Leithold. Ich habe drei kurze Fragen an den Herrn Untersteller. Können Sie oder habt Ihr Haus das, die Veränderung des Heilquellenschutzgebiets überprüft, nachdem Sie die fachliche Aufsicht an sich gezogen haben? Das ist eine Frage und wenn das nicht gemacht worden ist, dann bitte ich dringend, das zu tun. Oder ich möchte eine Begründung, warum es nicht gemacht worden ist, weil also wie diese Karte aussieht, Heilquellenschutzgebiete, also besondere, die müssen zusammenhängen. Hier ist durch einen Baudruck durchschnitten, das kommt schon jedem Laien komisch vor. Erstens. Das Zweite ist, das machen wir kurz, er hat nicht mehr viel Zeit. Das Zweite ist die Kontrolle durch das Umweltamt der Stadt Stuttgart. In dem Antrag, soweit ich den lesen konnte, ist drin, dass die Grenzwerte, die das Umweltamt der Stadt Stuttgart bezüglich Fluorid und sowas festgelegt hat, dass die außer Kraft gesetzt werden sollen. Das ist im Antrag drin. Zweitens ist drin, dass die Kontrollen nicht mehr monatlich, sondern nur noch Quartals- bzw. Jahresberichte erfolgen sollen. Und dann kann ich nur zitieren, was der Leiter des Tiefbauamtes damals gesagt hat bei der Frage danach. Ja, Frau Leithold, keine Sorge, alles, was infiltriert wird und abgepumpt wird, wird online direkt an unsere Wasserbehörde gemeldet. Und wenn da was ist, dann können wir sofort eingreifen. Da sehe ich einen eklatanten Widerspruch. Drittens, weshalb ist der Änderungsantrag Nummer 11, wo die Bahn sich erdreistet hat, zu bohren zu wollen, statt zu rammen, was streng verboten war im ersten Antrag, im ersten Beschluss, und außerdem direkt in die Grundgipsdeckschicht reinzubohren. Wieso ist dieser Antrag nicht öffentlich ausgelegt worden? Das war's, danke. Zu Letzterem kann ich nichts sagen, sorry. Ich kann mich nicht solche Detailfragen fragen und erwarten, dass ich Ihnen darauf eine Antwort habe. Das kann ich mitnehmen und bei mir und bei den Fachleuten im Haus fragen. Aber ich persönlich kann Ihnen dazu nichts sagen. Zweitens. Zweitens.
zu der Frage Überwachung. Ich meine, das stimmt so nicht, wie Sie es darstellen. Es ist bereits bislang vereinbart, dass das Amt für Umweltschutz während den Baumaßnahmen kontinuierlich Überwachung gewährleisten muss, und dafür werden Sie auch noch zusätzliches Personal einstellen. Also von daher bitte ich doch einfach, hier ein bisschen bei den Fakten zu bleiben. Ich meine, das ist einfach, dann kann man, man kann ja sagen, das ist uns immer noch zu wenig, das verstehe ich ja, aber nicht... Im Änderungsantrag, da bestehe ich auf, das sind Fakten, Entschuldigung, dann lesen Sie es bitte nach. Mein Name ist Götz Schubert. Ich habe nur eine Frage an Sie, Herr Minister. Warum gehen Sie heute Abend nicht auf äußerst fachkundige Darlegungen über den geologischen Untergrund von Stuttgart ein, aus dem sich höchstwahrscheinlich massive Gefahren fürs Mineralwasser und fürs Grundwasser ergeben? Und verschanzen sich stattdessen ständig hinter Formalien. Ich verschanze mich nicht hinter Formalien, sondern wir haben ein formales Verfahren, ein Planänderungsverfahren. Und in diesem Verfahren, das habe ich vorhin versucht darzustellen, aber offensichtlich bin ich da jedenfalls von Ihnen nicht verstanden worden, in diesem formalen Verfahren habe ich nur über die Tatsache, dass ich die Fachaufsicht über das Amt für Umweltschutz Stadt Stuttgart wahrnehme, bin ich überhaupt beteiligt. Ansonsten gibt es eine Antragstellerin, eine Fachbehörde und eine Genehmigungsbehörde. Und alle drei bin nicht ich, um es mal deutlich zu sagen. Und von daher gesehen, verstehen Sie, ich finde, Sie müssen doch wenigstens mal diese Fakten wahrnehmen. Ja? Ich habe mich dran gehalten an das, was ich gesagt habe. Ich bin jetzt noch eine Viertelstunde länger geblieben, als ich ursprünglich gesagt habe. Und ich bitte zu akzeptieren, dass ich jetzt um 9:30 gehe. Bin aber gerne, was ich Ihnen anbiete, ist, dass wenn beispielsweise Sie, wenn Sie Fachfragen haben, dass Sie die an uns reinschicken. Wir haben die in der Vergangenheit beantwortet, ja. Und wir werden das auch in Zukunft machen und sich mit den fachlichen Fragen auseinandersetzen. Das ist mein Angebot, das ich an Sie mache. Danke. Danke, dass Sie da waren, Herr Untersteller. Auch wenn Sie spüren, dass nicht alles mit Zufriedenheit aufgenommen wurde. Aber wir wollen uns auch um konstruktive Argumentation bemühen, und wir werden Ihnen die Fragen, die jetzt noch kommen, noch zustellen. Einen Augenblick, ich habe Sie auch schon bemerkt. Wir haben hier eine Wortmeldung drüben. Also nochmal, wir sollten versuchen, die Wortmeldungen jetzt noch zur Stellung offieren und Herrn Untersteller noch nachzureichen. Das ist natürlich jetzt etwas unanspruchsvoll, wenn er nicht selber zuhört. Mein Name ist Uwe Manke. Ich bin kein Geologe und ich werde auch keine Fachfrage stellen, sondern nur eine Frage, wie hier mit Wissenschaft umgegangen wird. Wir haben ein Behördenverfahren, ein mehrschichtiges, das man irgendwie mal so festgelegt hat, was aber nicht unbedingt den Eindruck erweckt, als ob es nach wissenschaftlichen Kriterien erfunden wurde, sondern es prüfen mehrere Behörden und wir wissen überhaupt nicht, wie sie zusammengesetzt sind und wie sie sich ihre Kompetenz erworben haben. Wir haben vom Herrn Untersteller nur gehört, dass er plausibel findet, dass sie das richtig prüfen, und zwar dadurch, dass er sagt, er würde 18 oder 16 Millionen für Altlastensanierung ausgeben, die sonst das Mineralwasser belasten könnten. Das ist für mich heute der einzige Indiz gewesen, wo man der Fachbehörde Glauben schenken könnte. Dagegen stehen die Einwände, die hier vorgebracht wurden. Mehrere schwerwiegende Indizien, dass Behörden sich irren oder unglaubwürdige Ausnahmen machen, soweit ich das als Laie verstanden habe. Der Untersteller ist uns den Nachweis schuldig, darzustellen, dass unabhängig
wissenschaftlich geprüft wird und nicht durch politische Vorgaben oder durch Unternehmensdruck Prüfungen beschleunigt oder schlampig gemacht werden. Diese Wissenschaftlichkeit kann meiner Meinung nach in seinem Ministerium alleine gar nicht gefunden werden, sondern er muss sich meiner Meinung nach irgendwo anders her, also außerhalb von Baden-Württemberg, Wissenschaftler holen, die mit Behörden solche komplizierten Prüfungen machen, weil wir es hier ja auch mit einem einmaligen wissenschaftlichen Komplexität zu tun haben. Und da kann man nicht einfach, ich sage jetzt mal, im eigenen Saft schmoren, sondern da muss man sich renommierte Wissenschaftler holen, die ein Verfahren skizzieren, wie man mit so einer mit so einem Glaubwürdigkeitsproblem umgeht. So, darf ich? Also, ich habe versucht, den Herrn Untersteller noch zu erreichen, weil ich finde es sehr interessant. Ich war jetzt öfters in dem Umwelt- und Technikausschuss, der hier erwähnt wurde, und wollte dann auch mal ein bisschen genauer wissen, was ist denn das für eine Veranstaltung. Ich habe jetzt gelernt, dass unser Herr Baubürgermeister Hahn gleichzeitig auch Chef des Umweltamtes ist und auch des Wasseramtes vorsteht. Also das fand ich jetzt alles sehr interessant. Wir haben, ich hoffe, der erscheint jetzt bald im Rathaus. Ich habe SOS Linke Grüne um eine Veranstaltung gebeten zu Klima und Klimawandel in Stuttgart, weil das Problem von jedem Modell, egal welches, ist einfach, das ist ja nur ein Faktor. Also bei einem Modell kommt eigentlich in einem Stuttgarter Kessel, das ist nämlich das Problem, wir leben nicht in der Fläche, wir leben im Kessel. Wir haben ein Großwetterereignis gehabt am 12. August 1972, da sind nämlich bei uns 6 Menschen ertrunken. Und da würde ich sagen, wie sieht denn das aus, wenn wir wieder ein Großwetterereignis haben, wo wir das gerade in Amerika sehen, wir sehen es in Venedig, wir sehen es an vielen Orten auf der Welt, es kommt nämlich auf das Mineralwasser noch drauf. Fand ich jetzt alles sehr interessant. Ich kann euch nur raten, vielleicht ruft ihr den Herrn Baumiller mal an, ich habe ihn vorher noch nicht gekannt. Der Herr Baumiller war nämlich vor 2 Jahren Chef vom Umweltamt und der muss da scheinbar sehr viele, sehr ähnliche Befürchtungen gehabt haben wie wir. Und zu diesem Amt in Freiburg, da muss ich sagen, da sind in der Vergangenheit Menschen strafversetzt worden. Die durften dann leider nichts mehr sagen, die wollten wir auch nicht in Stuttgart haben. Und zu dem Hoch- und Tiefbauamt muss ich sagen, vor 20 Jahren war das Projekt beim Hoch- und Tiefbauamt schon dermaßen umstritten, dass die Leute mir dort gesagt haben, sie haben dann auch nichts mehr sagen dürfen. Also das haben wir wohl in ziemlich vielen Institutionen, dass Leute da nichts mehr sagen durften. Und da würde ich sagen, da tun mir jetzt so Grüne und ein Herr Untersteller leid, weil ganz ehrlich gesagt, wer hat überhaupt Ökologie im Programm unserer Partei? Keine SPD, keine CDU, keine FDP. Das ist aber das Thema des 21. Jahrhunderts. Danke. Ich kann aus meiner Sicht, aus meiner aktiven Zeit in der Landesverwaltung durchaus bestätigen, dass sich das Geologische Landesamt, welches ins Regierungspräsidium Freiburg integriert wurde, sich zu S21 nicht äußern durfte, als es darum ging, zu der Problematik der Anhydrit, als es um die Anhydrit-Problematik ging. Und das ist zwar ein Internum, aber was sicher in der Zwischenzeit so bekannt sein dürfte, dass man das auch mal hier offen sagen darf. Insofern, es ist schlimm, was innerhalb einer Demokratie, einer gelenkten oder bevormundeten Demokratie passiert. So, wir nähern uns jetzt eigentlich dem offiziellen Ende. Wir sollten um 10 Uhr den Saal verlassen haben und es ist mir eine angenehme Pflicht, Ihnen noch mit auf den Weg zu geben, dass Sie bitte die Spendendose freundschaftlich noch ein bisschen nicht nur betrachten, sondern auch diese füllen, wenn sie durch die Reihen geht, denn auch eine solche Vorbereitung und die Miete und so weiter kostet Geld.
Und während die Dose als Klingelbeutel durch die Reihen geht, hätten wir noch Zeit, um weitere Wortmeldungen noch zu sammeln. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Echter Kanstatter und ein Kolbing-Sohn, Kolbing-Ehrenmitglied hier. Und ich habe hier schon viele Brunnenführungen dort mitgemacht. Da gibt es Artikel in der Kanstatter Zeitung, gab es dem Kanstatter Brunnengeist auf der Spur zum Beispiel, oder Blick auf die alte Bäderstadt geworfen. Also ich kenne mich aus über die Mineralquellen und deswegen möchte ich jetzt auch da noch etwas in Frage stellen, was mich sehr gewundert hat. Wir haben in Stuttgart ja bekanntlich die zweitgrößten Mineralwasservorkommen in Europa nach Budapest. Die hiesigen Mineralquellen wurden vom Regierungspräsidium nach jahrelangen Vorbereitungen schon im Jahr 2002 durch den Herrn Andrijow, den Regierungspräsidenten, laut Erlass unter besonderen Schutz gestellt. Dies gilt auch für Stuttgart 21 und bedeutet höhere Auflagen für alle Bohrungen, also auch für Industrie und Gewerbe sowie für Baumaßnahmen für Stuttgart 21 bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Einrichtung von Auffangbecken, Bohrverbot und bauliche Beschränkungen und so weiter. Also auch für die Durchführung. Können Sie Ihre Botschaft vielleicht ja. Nochmal zusammenfassen? Ja, nun haben die Geologen ja festgestellt, dass jenes Wasser, das von Raum Gerdringen, Sindelfingen und so weiter im Boden versickert und als Regenwasser in Stuttgart zu 95% im Raum Stuttgart einströmt, nun als Mineralwasser direkt im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs mit Mineralien angereichert und aus dem Boden als Mineralwasser dort herüberfließt. Nun liegen die Fundamente des neuen Tiefbahnhofs Stuttgart 21 im geologisch sensiblen Deckschichten genau dort über den Mineralwasservorkommen. Sie rennen bei uns allen nur offene Türen ein. Ja, genau. Also, es geht darum, dass die Verantwortlichen sich über die Schutzmaßnahmen bis jetzt noch nicht genügend Gedanken gemacht haben. Und deswegen müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, damit da unsere Quellen genügend geschützt werden. Aber bei der ganzen... Das ist meine große Sorge bei Stuttgart 21. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, hallo, mein Name ist Michaela Klapka. Ich bin jetzt nicht Kanstatterin, aber vom Kernerviertel. Und es gibt da zwei Punkte, die mich eigentlich sehr interessiert hätten. Es war den ganzen Abend sehr viel von Verfahrensfragen die Rede und gerade eine Verfahrensfrage wäre für uns auch sehr interessant gewesen, nämlich der Punkt, was passiert eigentlich jetzt anschließend mit den vielen offenen Punkten, die anscheinend die Stadt Stuttgart, das Umweltamt, aber auch das Umweltministerium hatte. Werden die in irgendeiner Weise transparent gemacht, die Stellungnahme, beziehungsweise was passiert, wenn tatsächlich noch Gutachten nachgefordert werden, sei es jetzt fürs Mineralwasser oder sei es jetzt auch fürs Kernerviertel, werden die nochmal ausgelegt, werden die in irgendeiner Weise nochmal möglich gemacht, dass es die Betroffenen einsehen können? Das wären Fragen, die sicherlich noch für alle Beteiligten wichtig wären. Jetzt nähern wir uns langsam der Viertelvorzeit und ich möchte es nicht zu knapp werden, unser fluchtartiges Verlassen des Saales,
Aber ich habe noch eine Wortmeldung vorhin gesehen, eine Bitte. Und die würde ich gerne doch noch durchlassen. Gibt es, ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir danach die Rednerliste schließen. Mein Name ist Stöckle. Ich bin erstmal sehr dankbar für die Gelegenheit, was sagen zu dürfen. Ich bin nicht aus Kanzler, ich komme aus Freiburg, also ich sollte, ist nicht wichtig. Die wichtige Frage ist, ich bin Wissenschaftler. Ich sehe jetzt hier viele Verfahrensfragen, Dinge, die aus der Behördenwelt kommen. Es scheint eine wissenschaftliche Frage zu sein. Ist es ein Experiment, wurde gesagt. Wissenschaftliche Fragen werden auf Konferenzen diskutiert. Warum wird keine öffentliche Konferenz von Fachleuten aus durchgeführt? Von mir aus eine Woche lang im Rathaus oder in einer öffentlichen Halle, in einer Schleierhalle von mir aus, wird wirklich diskutiert, eine Woche lang, von Fachleuten, deren Kompetenz sie sich selbst zuordnen, wie zum Beispiel in der Wissenschaft üblich. Es muss möglich sein, sowas international auszuschreiben, weil es gibt einen Kongress zum Thema Schritt 21, wie gibt es Klimawandel? Gab es auch einen Kongress, hinterher gab es auch Antworten, die waren nicht einfach zu verstehen, aber es gab Antworten, die konnte jeder, der sich die Mühe machte, konnte es nachvollziehen. Sowas wäre meine Idee und ich würde sowas sehr befürworten, wenn sowas hier gemacht wird. Eine wunderbare Vision, wie Sie für eine bürgernahe Gesellschaft, wie wir sie uns erträumen, durchaus gut passen würde. Und insofern sprechen Sie vielen aus der Seele, aber wir sind dazu gezwungen worden, realistisch denken zu müssen. Und wir bemühen uns sehr, den strengen Zug, der rein legalistisch erlaubt ist, dem aber die Legitimität zu rauben. Das ist unser gemeinsames Interesse, diesem Projekt den legitimen Anspruch im öffentlichen Diskurs zu nehmen. Vielleicht akzeptieren Sie das mal als Schlusswort des Abends. Ich sage jetzt so durch, also wer Zeit hat, kommt morgen um 8.30 Uhr in den Umwelt- und Technikausschuss. Es ist wirklich ein Erlebnis. Es ist genau die Stadt Stuttgart, das Umweltamt, Umwelt- und Technikamt. Das ist auch eine Form der Demokratie. Und ich glaube, ihr könnt jeden Dienstag findet es statt. Man muss halt vorher immer schauen, geht es auch um uns oder nicht. Aber bitte kommt und vor allem Camps 21, bitte kommt. Ja. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zum Abschluss. Ich fand es jetzt ein bisschen unbefriedigend, diesen Abend heute. Ich muss dazu sagen, dass wir ein Dreivierteljahr gewartet haben, um diesen Termin zu bekommen mit dem Umweltminister. Also wir waren auch sehr geduldig und jetzt war er doch nicht in der Lage, länger zu bleiben. Es kann jetzt wieder irgendwelche Gründe haben, aber wir haben ja auch kein Angebot bekommen, diese Diskussion dann in der Öffentlichkeit fortzuführen. Und ich finde auch, dass ein Umweltminister sich nicht damit rausreden kann, dass er nicht zuständig ist für dies oder jenes. Hier geht es um eine politische Positionierung und es geht darum, wie die Grünen jetzt zu diesem Projekt stehen. Und ich habe hier einen Flyer und das wollte ich jetzt auch nochmal, ich finde es auch gut, dass viele Grüne hier sind, aber ich finde, ja, natürlich, der Grüne, es gibt, ja, dann muss die Partei aber auch sich da mehr einmischen. Also es gibt einen Flyer, da steht drin, jede Wahrheit braucht einen, der sie ausspricht, die Grünen. Das ist von den Grünen Stuttgart und der gehört ja zu Stuttgarter Grünen, der Untersteller, und da steht, inmitten des zweitgrößten Mineralwasservorkommens Europa ist der Tunnelbahnhof geplant. Sein Bau wie auch sein Betrieb gefährden diesen natürlichen Schatz. Und ich finde halt, wenn das weiterhin die Position ist, hier der Stuttgarter Grünen, dann ist es auch die Aufgabe der Stuttgarter Grünen, das nicht durchgehen zu lassen, was ihr Umweltminister da in Sachen Mineralwasser und mögliche Gefährdung bzw. Nichtgefährdung veranstaltet, zumal, wie gesagt,
Ja, genau. Und das müssen wir auch weiter diskutieren. Das ist der Punkt. Und was die Cannstatter-Initiative anbetrifft, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir, dass für uns klar ist, dass wir das Thema Mineralwasser weiter zu einem unserer Schwerpunkte machen im Widerstand gegen Stuttgart 21. Und es ist natürlich gut, wenn wir da weiter Unterstützung bekommen. Ich finde es auch ganz toll, dass wir auch Experten zu unserer Seite haben, also den Roland Mollock, den Ralf Metanzer, Professor Pommernitz und heute Abend auch den Martin Schaffer. Und vorne am Infostand liegt auch eine Liste, da könnt ihr euch eigentlich auch eintragen. Also wir haben ja regelmäßig alle zwei Wochen freitags ein Treffen, wo wir diskutieren, wie wir quasi unsere Arbeit fortführen und was wir machen. Und da kann auch jeder von euch, der Interesse hat, dazukommen und auch vor allem die Leute, die eben am Thema Mineralwasser Interesse haben, auch wenn sie nicht aus Cannstatt sind. Ja, das war's. Dann wollte ich noch mich bedanken beim Norbert Bongartz für die Moderation, dass er hierher gekommen ist nach Cannstatt, um das zu machen. Und ich denke, dass sowohl die Grünen als auch die Cannstatter-Initiative, dass wir uns nochmal zusammensetzen nach dieser Veranstaltung, um uns zu überlegen, wie wir in dieser Diskussion weiterkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ursel Beck. Vielen Dank, Norbert Bongartz. Das war nicht einfach heute Abend, das haben Sie gesehen, aber deswegen machen wir es ja. Auf die Cannstatter Grünen können Sie sich verlassen, für die kann ich sprechen. Die Cannstatter Grünen sind an der Seite, zu der Sie auch gehören. Wir versuchen, das Ding so weit wie möglich zu verhindern und wir tun das, was wir tun können. Auch darauf können Sie sich verlassen. Wir sind die Stuttgarter Kreisvorsitzenden und die Landtagsabgeordneten der Grünen. Kommen Sie auf die zu, sagen Sie denen, was Stand der Dinge ist. Und ich bedanke mich, dass die Veranstaltung heute möglich war. Das war ein Experiment, dass die Cannstatter gegen Stuttgart 21 mit den Stuttgarter Grünen, das ist keine Selbstverständlichkeit, das war ein Experiment, das wir durchgeführt haben. Ich denke, das Experiment hat in großen Teilen geklappt. Es gab Schwächen, die machen wir beim nächsten Mal besser. Aber es hat in großen Teilen geklappt. Ich bedanke mich, dass Sie alle da waren und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und eine gute Nacht.